Was geht denn da und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir checken heute mal ein paar Stores ab, die es hier so in Riga gibt. Ich bin gespannt, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Humanas, übertrieben viele Vintage-Stores. Die werden wir auf jeden Fall einmal abchecken, aber noch ein paar andere Stores. Bin gespannt, was es da für crazy Sachen gibt. Bevor wir jetzt erstmal starten, gehen wir gleich kein Essen und danach checken wir den ersten Store ab, der von draußen wirklich übertrieben nice aussah. Erster Store, wir gehen fucking rein. Das ist ganz cool. Ich finde halt solche Printed-Shirts eigentlich immer ganz cool, aber die sind nicht so nice. Ansonsten hier auch so ein paar University-Pullis, die eigentlich ganz clean sind, aber jetzt auch nichts, was wirklich heraussticht. Hier auch noch so Carhartt-Sachen. Ja, bis jetzt eher Mauer. Wir haben noch ein paar Läden auf jeden Fall vor uns. Also was ich noch cool fand, war das hier oder das hier. Shoutout Peter. Ansonsten hier noch so Carhartt-Hemden, aber das ist jetzt nicht ganz so cool. Verschiedene Hemden, ist clean. Wir haben auch noch so Bandanas, die kosten jetzt hier 7 Euro. Ich denke, ich werde einen anderen Laden nochmal abchecken, wo es dann auf jeden Fall noch ein paar andere Farben gibt, weil ich brauche noch so ein braunes, so ähnlich wie von Transvision. Und die sind halt günstiger. Hier noch ein paar Belts und ansonsten coole T-Shirts, auch vom Preisen her okay. Aber sowas hier auch ganz cool, kostet jetzt 18 Euro. Das ist eigentlich relativ fair. Und jeweils hier 38 Euro. Aber die sind alle vom Fit eher halt so und ziemlich slim leider. Das hier für 35, finde ich, ist zu teuer, aber es sieht halt sehr cool aus. Aber Haptik auch nicht so ganz nice. Schade. Ja. Was wollen die dafür haben? 14. 14 wäre okay. Und hier gibt es noch mehr so Broschetten. Wie nennt man das? So Anstecker halt einfach. Sieht sogar eigentlich ganz cool aus. Und hier habe ich vorhin noch gesehen, so einen Strickpullover. Der hier war eigentlich ganz nice, aber passt halt nicht. Und sowas finde ich ein bisschen schwierig, aber kann auch sehr krass auf jeden Fall kommen. Passt mir jetzt aber nicht. Okay, hier gibt es auf jeden Fall so klassische Schuhe, die ich mir jetzt nicht holen würde. Solche Sachen. Hosen. Aber Preise sind halt echt ganz gut. Also hier 5 Euro für so einen grauen Crewneck. Von dem ersten Store, den wir eben waren, gibt es auch noch einen zweiten Ableger. Der ist ein bisschen nördlich in der Stadt, den checken wir jetzt nochmal ab. Da soll es noch ein bisschen mehr so allgemein Männerklamotten geben, weil bei dem eben da war es nicht so ganz krass. Der heißt jetzt hier Maverick. Spannend, wir gehen rein und checken die Sachen ab. Perfekt, hat scheiße gelabert, der ist auch nur auf einem Clip und sieht so aus. So, und wir haben hier direkt natürlich auch wieder Steph's Favorites. Ich denke mal, die sind wieder maximal teuer. Oder das sieht einfach mies fresh aus, einfach mit Mickey Mouse. Aus 93 für 42. Das ist eigentlich ganz okay. Ja, ist clean, nicht so cool. Das kann auf jeden Fall was. Das hier finde ich eigentlich übertrieben nice. Aber ich weiß nicht, wie cool das am Ende es kostet. 16 Euro kann man auf jeden Fall mal anprobieren. Die Sachen sind jetzt nicht so crazy. Bin aber mal gespannt, weil hier gibt es auch, glaube ich, soweit ich weiß, Carhartt-Sachen. Die ist jetzt von Dickies, 32. Eine Jeansjacke, auch clean. Oh, Looney Tunes T-Shirt, das kostet bei uns so 50 für 28. Das finde ich eigentlich ganz nice, mal schauen. Ich habe völlig random diese Schuhe hier gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber ich finde, die sahen eigentlich ganz cool aus. Aber sie sind halt ein bisschen zu klein leider, weil die hier relativ spannend. Ich finde, dass die auf jeden Fall was können. Ansonsten kurz am Hemden. Die sind nicht alle clean, aber oh, sogar von Timberland für 14. Ist okay. Die haben die auch ganz oft irgendwie hier, so Basic Tees einfach. Für einen 10er. Vielleicht kann man da auch mal eins einpacken. Finde ich, ist eigentlich ganz badet so von der Quali. Hier auch noch ein paar Belts. Und unter anderem auch Carhartt-Jacken. Oder das ist halt krass. Die ist aus 70. Ihr habt den Zustand gesehen. 240 ist halt crazy. Aber die haben noch mehr Carhartt-Sachen hier. Aber die sehen leider sehr, sehr groß aus. Die hier sieht halt nice aus, ist aber leider eine 2XL, die wird halt nicht passen und soll kosten 136, aber die wäre crazy. Wir haben gerade das hier gefunden, in so einem schönen hellblau, vielleicht passt das, wenn ja, wird das vielleicht eingepackt, kostet 24 aber. Ich probiere jetzt auf jeden Fall einmal das T-Shirt an und ich habe hier noch so eine Jacke, aber ich weiß nicht, wie cool die am Ende ist. Wir gehen trotzdem mal rein. Das wäre einmal der Fit, ist auf jeden Fall an den Ärmeln halt super kurz, das heißt nicht ganz so 100%, aber das wäre jetzt der Fit. Finde ich, ist eigentlich okay mit dem Backprint drauf. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, aber ich finde, die Ärmel sind ein bisschen zu kurz, aber Länge halt top. So, und ich habe jetzt hier nochmal diese Jacke angezogen. Die sieht so aus. Ich will die ganze Zeit schon so eine ähnliche Jacke haben. Eigentlich Supreme Umbro Collab. Die sieht aber auch ganz nice aus. Ich mache jetzt nochmal den Reißverschluss eben zu. Und so sieht die jetzt eben einmal komplett zu aus. Ich finde, da hat auf jeden Fall was. Wie cool die jetzt am Ende ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die kostet 12 Euro und dafür, glaube ich, packe ich die ein. Dann habe ich auf jeden Fall noch eine zweite Jacke. Und ansonsten gibt es hier noch so ein paar Flanellhemden, aber die sehen alle nicht so ganz cool aus. Auch jetzt hier noch so ein paar relativ nice Jeansjacken gefunden. Unter anderem auch hier so eine Camo-Hose, aber das ist der Fit leider echt Arsch. Ich dachte hier gerade eben, ist eine ganz normale Jeansjacke, ne? Ist cool. Dreh das Ding um, auf einmal ist da halt so ein Corvette, keine Ahnung was drauf. Die finde ich eigentlich ganz fresh. Das hier ist der Fit der Jacke. Aber
Ich weiß nicht, ich bin glaube ich kein Jeansjackenfreund. I don't know, mit mir das mal das T-Shirt an. Das hier ist da der Fit von. Folgt mir jetzt aber auch nicht so 100%. So, ihr seht, wir sind wieder draußen aus dem Store. Ich muss sagen, Auswahl sogar ziemlich solide, viele geile Sachen. Aber halt eben nicht meine Size zum Beispiel. Bei den Carhartt-Jacken, die waren ja irgendwie 2XL. Das ist ein bisschen abfuckt. Und die T-Shirts haben leider auch nicht so gepasst. Aber ich denke, dass man da vielleicht auch gegen Winter, wenn hier nochmal eine neue Rotation reinkommt, auf jeden Fall einen guten Schnapper machen kann. Und ich würde sagen, wir checken jetzt auf jeden Fall oder morgen dann noch die nächsten Stores aus, was für euch dann eben gleich ist. Hier eine kleine Verstärkung holen. Das sieht richtig, richtig nice aus. Wow, lecker. So, hier noch eine Kleinigkeit eben zu essen geholt. Ihr habt es gesehen. Bin gespannt, wie es schmeckt. Und angeblich hätte ich einen guten Style. Und ich habe das Outfit an. Und ein Pickup, was ich heute auch noch getätigt habe, was ein bisschen uncool ist, weil ich extra das hier zugeschickt habe. Aber ich eigentlich gehofft habe, dass es nicht kaputt geht. Ist doch kaputt gegangen. Und zwar ist es folgendes. Und zwar diese French Press. Neuer Tag, neues Glück. Wir checken heute die nächsten Stores ab. Es sind keine mehr gefunden. Beziehungsweise gestern keine Zeit mehr gehabt. Deswegen machen wir das heute. Auch wieder heute mal Visé-Jersey. Und ich bin gespannt. Vor allem Vintage-Schuhe anders sollen hier sehr, sehr krass sein. Aktuell gibt es da auch jeden Tag bessere Preise. Ich glaube, jetzt sind die Sachen bei 3,50 Euro pro Stück oder auch 3 Euro. Geht am Ende bis runter, glaube ich, auf 50 Cent, weil dann bekommen die neue Ware. Und auch wenn die direkt neue Ware bekommen, checken wir es auch direkt nochmal ab. Dann hoffen wir, haben wir noch ein paar gute Deals gemacht. Ich bin immer noch überlegen, ob ich diese Jacke, die ich euch gezeigt habe, diese Jeansjacke einpacken soll, weil eigentlich könnte die sehr krass kommen, gerade mit noch ein bisschen distressed. Mal gucken, vielleicht wird die heute noch geholt. Beim ersten Store, wie schon meinte, checken heute ein paar Romanas ab, und zwar Romana Vintage. Wir sind ja in so einer Ecke, wo es auch drei Stück gibt. Ich denke mal, wir gehen einfach mal alle drei rein, schauen, was es so gibt. Wird ein bisschen mühsam, aber ich hoffe, die Auswahl ist gut, weil die Preise sind sehr, sehr günstig. Jedes Piece 3 Euro. Gute Auswahl. Mal schauen, wo ein paar coole Sachen sind. Hier natürlich eine Auswahl von Flanellhemden und so weiter. Ich fand zum Beispiel nicht das hier. Und das ist ja eigentlich ganz cool. Ist aber leider ein bisschen größer, wird jetzt 3 Euro kosten. Guck dir das mal an. Kann das was, Chat? Ist ernst lustig. EM, Emma, Gerda, Noah, Shoutout. Gerade das hier gefunden von Timberland. 3 Euro. Ich weiß nicht, ist das cool? Ein bisschen lang. Das hier gibt mir so ein bisschen Vibes von diesem einen Peso. Jacke mit diesen Diamanten oder sowas drauf, diesen Stein. Ansonsten aktuell hier noch so ein paar Jersey-Sachen. So, ihr habt gesehen, Laden war okay. Wir checken jetzt direkt in den nächsten Romana hier nebenan aus und hoffen, dass es da bessere Sachen gibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Laden ist. Auf jeden Fall ist die Romana People to People. Auch immer noch auf der Suche nach einem coolen Bell. Aber ist jetzt noch nicht so richtig fündig geworden irgendwie. Ja, das hier ist hier die Schuhauswahl. Ich muss aber sagen, dass die hier ein bisschen Potenzial haben. Ja, es gibt hier zwar gerade kein Carhartt, aber hier gibt es Carhut. Wir haben zum Beispiel auch hier, den finde ich so actually gerade richtig cool, auf Anhieb nicht gesehen, aber einen Polo Ralph Lauren Polo Fleece Sweater, Half Zip. Der sieht cool aus, maybe probiert man den mal an. Also, den Pulli hier noch gefunden, habe ich euch noch nicht gezeigt. Ich weiß nicht, was das für eine Marke ist oder was das Logo drauf soll. Aber dass der Fit ist, der von den Ärmeln so ein bisschen kurz, wird aber relativ cropped, das heißt eigentlich das ist ganz cool. 8 Euro nimmt man den mit. Das hier ist nochmal dieses Polo-Ding. Eigentlich ist es ganz cool. Aber für mich als breiter Bursche leider doch nichts. Aber an sich wäre der von der Farbe und so echt ganz nice. Hätte leider nicht gepasst. Was ein Glück ist, ist es anders leid. Warum bist du zufrieden? Heute zweiter Laden, erster Korb, sehr, sehr gut. Wir gehen jetzt zum nächsten. Ich hoffe, die haben jetzt da auch nochmal eine Auswahl. Der hat am Ende jetzt doch nur 3 Euro gekostet. Deswegen ist er eigentlich voll geschenkt. Bin ich dann auf jeden Fall gespannt auf die neue Kollektion. Die neuen Sachen, die halt reinkommen. Checken wir auf jeden Fall auch ab. Aber hier ist der nächste Romana. Gerade jetzt hier so ein Tuch gefunden. Ich finde das von Trend Vision eigentlich ganz cool. Das jetzt mit so Enten und so grün. Da noch gerade ein braun ist, aber es sah nicht ganz so cool aus. Maybe wird das auf jeden Fall als erster Korb heute eingepackt. Die hier sieht eigentlich cool aus, leider zu klein, aber für 3 Euro kämen die heftigst. Aber vielleicht gibt es ja noch eine andere coole Lederjacke. Und was natürlich auch relativ viel hier gibt, sind solche Stricksachen. Bis jetzt aber da noch nicht so irgendwie was gefunden, was cool aussieht. Der hier geht sogar eigentlich ernst hart. Und hier gibt es auch zum Beispiel so ein paar Jersey-Sachen. Sowas hat auch hier schon wieder richtig, richtig Potenzial, wie ich finde. So Eishockey-Jersey, das ist genau das, was ich halt suche. Und das sieht ernst fresh aus, aber es wird mir halt nicht gut stehen, weil ich Rot, glaube ich, nicht ganz so gut tragen kann. Hier direkt das nächste Eishockey-Jersey. Auch das hier, ziemlich cool. Ja, ich glaube, es gefällt mir nicht 100%. So, endlich Geld ausgegeben. 3 Euro für dieses schöne Tuch. Ich glaube und hoffe, dass es coolen Outfits kommt. Ansonsten waren es 3 Euro. Bis jetzt eigentlich ganz zufrieden, stellt die Ausbeute und die Stores. Aber wir haben jetzt hier noch ein anderes Humana, auch Humana Vintage. Und das ist noch mal größer, aber nach wie vor Northern Crib bis jetzt der beste Store. So schnell wie wir in dem Laden drin waren, sind wir wieder draußen. Gehen aber jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen und dann schauen wir weiter, was wir noch für Stores abchecken. Das hier ist der Laden, bin gespannt. So, Rahmen sind da, sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Rating gibt's gleich. Ihr seht, fertig aufgegessen. Essen war eigentlich ganz gut. Im Vergleich aber zu Takumi oder Daikan, muss ich sagen, waren die hier ein bisschen schwächer. Ich würde dem Ganzen so eine
7,5 von 10 gegeben. Dafür waren die Beilagen aber Signore in der Marmel sehr gut. Deswegen all in all wahrscheinlich sind 8 von 10. Vor allem für den Preis, wir haben jetzt am Ende für 2 Portionen und diese ganzen Beilagen plus Getränk 35 Euro bezahlt, weil in Deutschland easy mal so 50, 55 bezahlen würde. Super. Ich bin jetzt auch schon wieder auf dem Nachhauseweg, denn für mich geht es gleich auf Twitch live, denn wir haben heute Freitag 19.30 Uhr. Da zeige ich euch ja immer schon die letzten Pickups immer zuerst. Wir reagieren auf die Modeleaks, schauen zwei Videos an und so weiter. Genau, und morgen gehen wir dann schon auf den Flohmarkt, da habe ich auf jeden Fall auch sehr Bock drauf. Aber wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal, schreibt einen Kommentar, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und kommentiert gerne, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich denke mal, ich werde auch die nächsten Tage und Wochen einfach mal daily mitfilmen, einfach damit ihr mal ein bisschen noch ein kleines Behind-the-Scenes bekommt, was überhaupt so im Auslandssemester abgeht. Deswegen abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn ich euch einmal die kompletten Flohmärkte hier so in Riga zeige, was die so können. Deswegen bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao.